Joshua. Ja, ich warte auf euch. Carsten! Sorry. Hallo? Ja, ich muss ja auch am Gast vorbei. Hallo? Ja, aber ich war da auf der Spur neben dir. Guckst du mal in die Spiegel? Ja, dann sag doch was. Mario, erste Ausfahrt, Kreisverkehr. Ich bin hinter euch. Ja, komm doch mal. Ich seh dich ja jetzt. Ja, der Mario ist hier doch hinter uns. Der Mario ist doch da, hinter uns. Ja, hör auf mich zu blenden. Ich blende dich doch gar nicht. Nee, ich meine den Mario. Das Mario. Die Mario. Der ist halt eine blendende Persönlichkeit. Der, die das Mario. Kannst du dich für eine Spur entscheiden, James? Nö. Ich hab wieder Motorfehlfunktion. Motorfehlfunktion. Ich muss geradeaus. Wieso? Ja, weil es da nach Oslo geht. Mhm. Ja, nee, mein Navi sagt auch abfahren. Ich muss mein Paket in Oslo holen, also. Ja, aber. Okay. Oh. Ah! Warnblinker ist falsch. nee, nicht stehen bleiben. Nee, läuft nicht mal. Nein, falsche Richtung. Okay. Boah, was ist denn heute kaputt, ey? Ja, ich konnte nicht zur Seite, da war der Carsten. Warte, lass mich doch kurz gucken. Nach Oslo geht's geradeaus. Nach rechts ging es auch nach Oslo, aber über einen riesen Umweg. Nee, das war schöner wahrscheinlich. Nee, war viel schöner wahrscheinlich. War viel schöner wahrscheinlich. Er lag wie ein Pferd. Wofür hast du einen Rückspiegel, du Funz? Ich hab doch reingeguckt, wenn du nicht bremsen kannst, du Funz. Sicherheitsabstand. Ja, wie der Peter sagen würde. Danke, mal fehlt's euch komplett. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir mal wieder eine Session am Wochenende aufnehmen. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, müssen wir mal gucken. An einem Samstag oder so. An einem Samstag oder so. Weil dann nämlich der Peter nämlich nochmal mit wollte. Ja, hör mal. Oh, dann machen wir das doch mal. Geht mir dieser Motor auf und sagt doch jetzt nicht hier bei der Steigung. Hallo, Josh. Hey, yo. So, wo müssen wir denn jetzt hin hier? Ich kann nach das. Nach Oslo, Carsten. Nach Oslo. Ja, du kannst gut fahren, Jonas. Machst du was? Ja, machst du guck mal, ich kann auf dem Weg zur Werkstatt mal eben meine Fracht einsacken. Ja, Carsten, fahr einfach mal Richtung Oslo. Ich fahr auch. Kannst du runterfahren oder nicht? Julian. Ja, fahr mal runter. Ich fahr da auch einfach mal runter. Julian. Ja, du kannst hier runterfahren, dann kann ich erstmal meine Fracht abholen. Nee, dann nicht da runter. Ja, ich muss zur Werkstatt, also fahr ich jetzt auch runter. Ja, dann fahrt halt runter. Pö? Fahr die mal runter. Mario, ich bremse, ich Hilfe, ich habe Angst vor Mario. Ich bremse, Hilfe. Ja, hätte ich auch. Ich mittlerweile auch. Bin ich hinter dir? Nein, du bist vor mir. Ja, siehst du, deswegen habe ich doch Angst vor dir. Ja, Julian, du musst dir nur mehr Sorgen machen, wenn er neben dir ist. Ja, genau, dann wird's gefährlich. Ja, er hat mich bis jetzt erst von hinten erwischt. Ja, mir ist er gerade voll in die Seite gekracht. So, und jetzt? Ja, jetzt geradeaus. Wo ist denn die Werkstatt? Geradeaus. Da ist die Werkstatt? Bist du sicher? Ja, da stehen ganz viele blaue Punkte. So, ich gehe mal gerade nach links meine Fracht abholen. Pong. Das Schild ist platt. Rong Pong Pong Ring. Werkstatt? Da ist aber keine. Ich fahre mal gerade zu Ecker meine Fracht abholen. Also jetzt über die Brücke geradeaus und dann am Kreisverkehr auch geradeaus, ne? Ja, Werkstatt. Tja, James, ne? Ja, ich gucke ja wenigstens nach der Werkstatt. Ja, weißt du. Ich such die wenigstens, schalt mir noch ein paar Straßen frei. Ja, der hier ist keine Werkstatt. Hier ist keine Werkstatt im Übrigen. Die ist nämlich auf der anderen Seite vom Fjord. On the other side. Ich würde sagen, other side of the fjord. Wir müssen auf jeden Fall zur Fähre. Da hole ich meine Fracht. Da fahren wir mit der Fähre und Zielkaff der Fähre ist sofort eine Werkstatt. Das ist weniger weit zu fahren, als wenn wir jetzt zur nächsten Werkstatt fahren würden. Ja, warte. Ich muss doch einmal eine Fracht holen. Warte, ich prüfe das. Ich prüfe das. Ja, ja. Diese These, mit der stimme ich noch nicht so zu, da muss ich erstmal. Nee, zur Werkstatt ist gar nicht weiter, das ist kürzer. Ja, aber die Hälfte nach oben, da ist dieses Polaris Lines. Ja, und da setzen wir mit über. Der Fähre fahren. Und da fahren wir mit der Fähre und im Zielkraft natürlich. Ist gleich das Ding da. Wetten die Fähre dann hin? Nach unten. Nach Friedrichshafen. So. Oh. Dann sind wir auch gleich am Eisberg. Friedrichshafen ist eine Werkstatt. Ja gut, ich nehme den Plan an. Oh, das ist aber nett. Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss. Ah, hier wieder links rum, ja. Also hier wieder raus und dann bleibe ich immer in der Dada stehen und so. In der Dada. Ja, dann bleib auch da stehen. Ja, aber das ist eine Auffahrt. Motorfehlfunktion. Ja, hab ich auch. Ja, ich auch. Ich nicht. Da kann man nichts machen.
Außer zur Werkstatt fahren, aber nichts Sinnvolles. Ey, Blinker, gehst du aus? Muss ich dich erst kaputt machen? Der Blinker so, nö. Wir müssen hier auf die Autobahn fahren übrigens. Ja, aber auf die hintere. Auf die hintere, sagst du? Ja, hör mal, Carsten, auf die hintere aber, ne? Ja. Na Carsten, dann fahr doch mal. Ja, Carsten, dann guck mal, fahr doch mal. Sind doch noch nicht alle da. Wir sind doch, ja Konvoi. Doch. Die haben sich alle hinter mir. Ich bin da, aber ich hab Motor für. Ist wie ein Kometenschweif, die sind alle hinter mir her. Oh, Entschuldigung, Schild. Ich sehe aber keinen Schweif. Warte, ich krieg den Motor noch gestartet. Ich bin auch gerade dabei. Gib mir noch eine Sekunde. Dreht das Gas gerade durch, aber ich glaube nicht. Doch. Kommt es schon. Kommt davon, wenn man Benz fährt, ja? Hm. Der MAN springt noch an. Ja, klar. Ja, meiner geht doch zwischendurch auch aus, aber der springt immer wieder an. Ja, also das kommt von der Stärke der Beschädigung an und nicht von welcher Marke du fährst, weil da unterscheidet der ETS nicht. Da unterscheidet der ETS nämlich gar nicht. Ja, aber der MAN geht nicht so schnell kaputt. Ja, aber. Der MAN geht aber nicht so schnell kaputt, so. Natürlich geht der, gehen alle gleich schnell kaputt, der hat alles gleiche Schadensmodell. Nee, der ist kaputt, G-Faktor kann man. So, jetzt kommt aber ein Ja, aber. Genau, es ist der Damage-Faktor, der ist bei MAN einfach niedriger. Und ich bin ja vorhin auch dem Trucker voll drauf gefahren und der Mario ist mir voll reingefahren. Autobahn hier links. Und das ist auch alles intakt. Und ich bin in ganz kurz an der Kreuzung drauf. Genau, und dann links auf die Autobahn. Aber wirklich links fahren und nicht rechts fahren und es links nennen. Nee. Du sagst nee, das hast du heute schon ein paar Mal gemacht. Nee. Jetzt lass doch mal den Mario in Ruhe. Also das Mario. Ja, der ist es gewöhnt. Ich wollte gerade sagen, ich kenne das nicht anders von dem da. Der ist eigentlich traurig, weil die kennen sich schon lang genug. Ja genau, deswegen ist das ja so. Wollte ich gerade sagen. Sind wir dann vollständig oder nicht so? Kommt nur noch ein Kometenschweif hinterher, Mario. Ha, nee. Hallo gut. Carsten. Hallo, wo ist denn der Kometenschweif? Ich bin hier. Der ist jetzt mittlerweile weg, ich bin von der Sonne wieder abgewandt und so. Auf die Autobahn, die Brücke durch und die Autobahn, da sind wir jetzt in so einem Tunnel, ne? Ist so ein Tunnel. Gut. Du bist im Thema, du bist der Letzte, Mario. Wie ist Julian der Letzte? Ich hab doch gesagt, ich stehe noch hinter dir und versuche den Motor zu starten. Ne? Du wieder Motor auf E-Funktion! Ja, gerade rechts? Ja. Oh, geht wieder. Du klingst schon wie Peter Smith. Ja, keine Ahnung. Sieht so komisch aus, nee, doch nicht. Sieht sehr komisch aus, nee, die zweite Spur. Ja, fahr mal unten rum. Motor-Fehlfunktion. Ja, links. Also geradeaus. Ich hab jetzt eine Fracht. Achtung, Carsten. Ui. Ah. Hallo. Ich schiebe mich da mal durch. Hallo. Heyo. Nerv auch nicht. Aha, eine Fracht von Ika. Ja. Ich habe Druckbehälter. Wow. Du hast ja auch Druck. Ich Druck auf dem Behälter. Zwei Stück. Nehme ich jetzt als Folgentitel. James Druck auf seinen Behältern. Uiuiui. Ja, ich brauche dringend eine Werkstatt, habe ich das schon gesagt? Ja, ich auch. Ja, da wo also, die Fähre, also da dringend ja. jetzt nicht, aber wäre schön. Hier jetzt abfahren, ne? Yep. Mhm. Alter, im Tunnel abfahren, was ist denn im hier Tunnel, bitte schon ist los? Ja wie in Düsseldorf. Das hier. Ist ja wie in Ruhrau hier. Das ist ja wie in Düsseldorf hier. Ja, wie in Ruhrau. Ja, hier. Und wie in Ruhrau ist. Ja, da gibt's das auch, ja. Motor-W-Funktion! Oh, Kreisverkehr. Die gibt's, jetzt müssen wir irgendwo zur Fähre. Bremsen, Motor aus. Oh, zwei Schilder kaputt. Sterb. Mario. Ich kann nicht bremsen, ich hab Motor-W-Funktion. Ich kann nicht Gas geben, meine ich. Bremsen kann ich schon. Wo haben wir das Problem? Ich hab den Karren gerade wieder angekriegt. Konnte gerade nicht vernünftig lenken, meine Servolenkung war kaputt. Mario! Wo ist denn Polaris? Nein. Ist das da nicht auf dem Gelände? Das muss irgendwo hier sein. Ach, hier, direkt hier. Ich trete mein Gas da durch, schubs mich doch mal. Directly hier. Directly hier, genau. Right on the here. Komm, ich glaube an dich, LKW. So, Lachsfilet. Oh, so jetzt, lecker wo, Lachsfilet. Wohin denn jetzt überhaupt? Auf der Fähre. Josh Lachsfilet holen. Ja, auf der Fähre. Also am Kreisverkehr geradeaus. Lecker frisches Lachsfilet. Lachsfilet. Das finde ich aber nett. Das Lachsfilet. Neu, ich finde das hier nett. Erste Ausfahrt Kreisverkehr. Zweite. Geradeaus durch Kreisverkehr. Warum habe ich jetzt meinen LKW geschrottet? Ich setz schon mal über. Du Übersetzer, du.
Ja, ich setz schon mal über und fahr zur Werkstatt. Was? Das macht ihr einfach so. Ich komme den Sichten nicht klar. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Hier ist schon wieder ein Kreisverkehr. Hallo, Carsten. Hallo. Wo muss ich denn im zweiten Kreisverkehr hin? Ja, rechts, falsch, oder? Hallo, ja, Takira, hier, da zu mich. Dezent, ja. Da ist so links, ne? Ajo. Ich habe jetzt auch Lachsfilet. Ey, Mario, das ist die Anlieferungspunkt. Ja, ich sehe es. Die Anlieferungspunkt. Wo ist denn die Fährenpunkt? Da, wo ich gerade hinfahre. Einfach mal das Josh hinterherfahren. Glaube ich zumindest. Ja. Also mein roter Strich zeigt mich dahin. Ja, meine auch. Problem gelöst. Mein roter Strich zeigt mich dahin. Oh, nach hier Eisberg. Sind sogar so einzelne Dinger da, ist das cool. Ja, Eisberg, meine Oh, wir meine fahren mit der Fähre. Wo musst du da hin, weißt du nicht, ne? Kann ich dir gleich sagen. Jetzt erstmal zur Werkstatt. Dito. Ja. Dito. Ich hab die City geliftet. Aufbrechen. Aufbrechen. Hier ist No Collision. Boah, was brechen wir denn heute auf? Ich bin ein... Ja, ist No Collision. Ein Geldautomaten. Ja, genau. Eieieiei, ich muss dringend repariert werden. Ja, dringend aufs Klo oder so. Julian ist unter die Indianer gegangen. Eieieiei. Also Eisberg. Wo musst du nach Eisberg, Mario? Wartung. Moment, ich guck. Ist der chinesische Minister für Reparatur. Ich guck, Eisberg, ich... Oh, mein Display ist wieder blau. Agro-Nord. Ach du Scheiße, der Weg ist aber noch ganz schön weit nach Eisberg. Ja, aber Agro-Nord oder so. Oder Akronym. Bei Agro-Nord war das grüne, das pinke ja. Haus. Nee, irgendwas mit Fizzpower oder Hieß Power, ich kann es nicht ja, richtig ja, lesen. Ja, okay. Ja, wie Vitas Power. Vitas Power. Vitas Power. Fahren wir denn dann die was? E45 der, runter? Der Mario muss zur Hießballer. Oder möchtest du... Ja. Wo ist denn hier eine Werkstatt? Wo die anderen an habe ich jetzt noch nicht erkundet. Da, wo ich bin. Wir können doch gerne andersrum fahren, Carsten. Weil die habe ich nämlich noch nicht. Ja, ich bin ja, schon zur Werkstatt hingefahren. Dann fahren wir für das gute Bild, fahren wir andersrum. Fähre raus und dann rechts oder links? Dann fahren wir wieder zu dem pinken noch. Gebäude. Also zumindest die Straße, die da ungefähr ist. Ich rolle noch. Guck mal, folge dem einen Punkt. Ich rolle noch. Dem Jatak-Punkt. Ich rolle noch. Ich will das noch schaffen. Ich habe da einen blauen und einen grünen Punkt. Das müsstest du sein, James. Ja, nee, James, du Arschgeige! Ich bin der Grüne. Hast du ihn jetzt umgeschmissen? Nein, ich hab ihn, Ich wollte nur zur Werkstatt. Ich hab Manu. Ihn, 2 Meter vor der Einfahrt angehalten. Ich hab mir schon sowas gedacht, als der Tricksack da. Guck mal, Mario, ungefähr so. Halleluja, ich bin repariert. Hallo, Julia. Du, Mario, fahr mal nicht so weit rückwärts. Wer ist denn Julia? Gute Frage. Krieg ich in der Werkstatt auch ein Namensschild? Ja, klar. Ja. Aufrüstung und dann... Da und nur da. Ins Interieur und dann kannst du dann... Ja, aber erstmal... Boah, Alter. War ich kaputt. Gut, so aufrüsten, Interieur. Ja, Interieur und dann? Dann hast du links, hinter der Fahrerkonsole hast du dann so einen Punkt. Und da klickst du drauf, dann kriegst du ein Namensschild. Das kannst du dann eintragen. Also Interieur, LKW-Konfiguration, Interieur und dann, Genau, und dann hast du links hinterm Dashboard den Punkt. Ich hab hier gar keine Punkte. Doch, also direkt vom Fahrer aus an dem Scharnier von der Einstiegstür, so in der Nähe. Da, an der A-Säule. Da müsste ein Punkt sein. Nicht das Interieur in der Mitte, sondern das Interieur links, rechts. Bus? Also ich habe ja mein Interieur, habe ich ja ausgewählt. So, ja, jetzt, aber da gibt es so, nochmal weiter rechts ein also Interieur-Symbol. Nicht da, wo du das Lenkrad einstellst und die Innentextur. Ah ja, jetzt. Nicht da. Und dann hast du direkt vor deinem Lenkrad an der Scheibe einen Punkt. Ja, Fahrerschild, genau. Und das kann ich jetzt ändern, ne? Richtig, ja, da schreibst du dein Daddy das drauf und beim Beifahrer schreibst du Mario drauf. So. Nö, tu ich nicht, weil es passt alles. Ja, Daddy, das Mario passt auf das ganze Schild, das glaube ich das nicht. Das Mario. William Sat passt da drauf. Aber ist doch Daddy, das Mario. Ja, finde ich aber heute auch, das muss aber sein. Ja, eigentlich ja schon.